Servus Leute, was geht? Ich bin Tigo Ramazzotti und willkommen auf Musikpunch TV. Ja Freunde, heute habe ich frei und ich dachte mir, wir reagieren heute auf Bill Main, den neuen Song von Lelano. Der kam gestern Nacht raus um 23:30 oder so. Bin aufgewacht am Morgen, weil ich halt frei habe und abchecken. Wir checken jetzt gemeinsam aus. Wie immer, Kopfhörer ist da. Los geht's jetzt. Ananas. Eine Ananas, zwei Ananas, das ist keine Ahnung, was die Mehrzahl von Ananas ist. Die Mehrzahl von Ananas? Ich glaube Ananases? Ne, ich weiß auch nicht genau. Schwierige Frage auf jeden Fall. Mach ich mir dann da drauf. Schön mit viel Glitzer und bling bling. Schön lang. Das ist genau mein Ding. Erstmal zum Einstieg schön die Wodkaflasche geäxt. Also ich nehme an, dass es Wasser ist. Also es wird wohl kein Wodka sein. Ich rolle Blutgelato in die Longpapes. Biker durch fürs Denim Jeans, die Hose ist vom Ballmain. Schick mir lieber Bilder von deinem Arsch und keine Porträts. Luxus Hotel, Netflix, guck ne... Schick mir Bilder von deinem Arsch und keine Porträts. Also netter Einstieg von Lelano. Man hat direkt schon gesehen, die krassen Effekte im Video gefallen mir sehr gut. Er macht immer sehr, sehr gute Videos, muss ich sagen. Mit Effekten so, sehr, sehr nice. Folge Rick und Amsterdam, ich rolle Blutgelato in die Longpapes. Biker Distress, Denim Jeans, die Hose ist vom Ballmain. Schick mir lieber Bilder. Wer ist dieser andere Typ? Mal ein Video, wo Trippy Boy nicht dabei ist. Was ist das für ein Typ? Wer ist das? Von deinem Arsch und keine Porträts. Luxus Hotel, Netflix, guck ne Folge Rick and Morty. Baby, fick dein Freund und guck ne Folge mit mir. Ey, Benz kommt mit 23 Zoll Räder hier. Ey, 2000. Ich muss zugeben, ich muss mich ein bisschen reinhören in den Song. Die anderen Songs bisher, Wendy zum Beispiel oder Brokkoli plus Kotein oder wie der Song hieß. Und die anderen Songs, Stone Island und so, haben mir wirklich besser gefallen. Das ist ein bisschen anderer Stil, nicht unbedingt mein Stil, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, muss ich erst ein bisschen reinhören. 19, eine goldene, yeah. Ey, Distress, Denim, Jeans, ich trage Ballmain, oh yeah. Gucci, Gucci, mein Outfit, ich tippe wie keiner, du weißt es, du kennst mich. Viel zu viel Guss, fick die Leber, ich leb wie ich will, für mich gibt's keine Grenzen. Wenn du nicht nervst, dann hol ich dich mit Taxi zu mir und dann kommst du mit Backstage. Also muss wirklich sagen, flowmäßig hat es auf jeden Fall drauf. Habe ich schon oft gesagt zu Lelano. Ich finde gut, dass er Abwechslung reinbringt in seine Flow-Variation und so. Sehr, sehr nice. Also, krass. Baby, und willst du nicht ficken, dann schmeiß ich dich raus und ich lösche dein Snapchat. Shoutout an mein Team, weil wir machen. Alle meine Brüder, sie verdienen volle Taschen. Meine Bitches rauchen Weed oder Nutzen. Ich bin niemals clean, mach auf Lieben meine Batschen. Ich habe gesehen, er hat jetzt sogar ein Ananas-Tattoo auf der Stirn. So wie er es damals angekündigt hat. Er hat es wirklich durchgezogen. Also, krass. Mein Drip von Kenzo, yeah. Hater rufen 11-0, yeah. Ich bin Deutschraps Rettung, yeah. Check die Streams ab, wer macht mehr? Wer macht mehr? Gucci und Moncler. Leben war. Also mit dem Outfit, mit dem Hut, er hat halt seinen eigenen Style, ne? Und das macht ihn auch aus, muss ich sagen. Gegen den Strom schwimmen, sein eigenes Ding durchziehen. Dafür steht er ein und dafür supporte ich ihn auch auf jeden Fall. Ich fähr doch Gott sei Dank, gab's nicht mehr schwer. Mehr und mehr. Ich schwör bald Millionär. Ich schwör dir, bist du kriegst keine Chance von mir, hast du ein Fan. Hyatt Hotel, bestell French Toast. Hab zwei Handys, doch kein Trap-Phone. Sag, wer kauft den Bitches? Ich hab überlegt, an Fasching als Lelano zu gehen. Also auch so Brands zu machen und so. Schreibt mal in die Kommentare rein, ob mir das stehen würde. Bin ich ein bisschen skeptisch. Yeah, oh. Sag, wer rollt schon bald zum Lambo? Amsterdam, ich rolle Blutgelato in die Longpapes. Biker Tisch fürs Denim Jeans, die Hose ist vom Ballmain. Schick mir. Also der Beat ist, also ganz gechillter Beat halt, aber nicht unbedingt, ich mag halt irgendwie so Banger, wo halt richtig nach vorne gehen. Ja, das ist halt ein bisschen was anderes. Also bis jetzt muss ich sagen, nicht sein stärkster Trick. Andere Songs von ihm gefallen mir durchaus besser, muss ich sagen.
Lieber Bilder von deinem Arsch und keine Porträts. Luxus Hotel, Netflix, guck ne Folge Rick und Amsterdam, ich rolle Blue Gelato in die Long Babes. Biker, Distress, Denim, Jeans, die Hose ist vom Ballmate. Schick mir lieber Bilder von deinem Arsch und keine Porträts. Luxus Hotel, Netflix, guck ne Folge Rick. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass er mal wieder was rausbringt. Er hat vor kurzem einen Song gemacht mit King Kali und MO030. Habe ich auch eine Reaktion dazu gemacht. Kann man gerne abchecken. Auf meinem Kanal. Würde mich sehr freuen. Vielleicht gehe ich danach in die Stadt und ich esse bei Gymblock. Oder kauf Designerwear, Masterhaus und Mentos. Danach todest und Handy aus und vergess mein Simlock. Baby, fick mein Sweater, bitte nicht mit deinem Lipgloss. Kickdown im Lobby, neben mir sitzt eine 10 von 10 Barbie. Du denkst, du raushängst, doch ist Stani. Deine Gucci-Taschen alle fake, find's funny. Superstar-Status wie Ami. So Leute, der Song ist vorbei. Ich muss wirklich sagen, mir hat der Song gut gefallen. Es war jetzt nicht die Bombe, die ich erwartet habe. Trotzdem hat er mir gefallen. Nicht unbedingt. Ich werde auf jeden Fall den Werdegang von Lelano weiterverfolgen, weil ich feiere den Typ abnormal. Und ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren, weil dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst in neuen Videos. Bedeutet, macht's gut. Music Punch.